Wir sind heute beim Kasernenfest in Feldbach. Und los geht's mit einer neuen Folge Schnell gefragt. Würdest du gern dabei bleiben? Ich bin dabei geblieben. Du bist dabei geblieben. Wieso? Wegen dem Sport, weil man Sachen macht, die man sonst eigentlich, also für die Leute viel Geld zahlen würden, die Abwechslung. Man macht nie das Gleiche. Was könnte man machen, dass das Bundesheer für Frauen attraktiver wird, noch attraktiver wird? Flexibler ein bisschen. Würdest du dann dazugehen? Habe ich mir schon überlegt, ja. Aber es war mir ein bisschen zu unflexibel. Wieso unflexibel? Zwecks Wohnort. Wenn du jetzt wirklich auf die Mila gehst, wo du nachher wohnst, kannst du nicht wirklich aussuchen. Also eine Militärakademie bei uns in der Nähe? Ja, in Wiener Neustadt. Ja, es ist was anderes. Es ist nicht das alltägliche normale Leben, was man in der zivilen Gesellschaft hat, sondern ja, man kann mehr oder weniger ein kleines Abenteuer erfahren. Was haltet ihr von Frauen vom Bundesheer? Du fragst mich jetzt da. Frauen sind weggelaufen. Nein, ich finde das absolut positiv, aber nur es melden sich sehr wenig Frauen. Im Prozentsatz, also was die Möglichkeit geben würde, sind sehr viel wenig Frauen. Also, woran glauben Sie, liegt das? Ja, vielleicht trauen sie sich nicht oder die körperlichen Voraussetzungen. Glaubst du, wie könnte man die Frauen besser, mehr begeistern? Ja, es wird echt sehr viel geboten, aber auch mit Stellenangebote. Aber es ist halt vermutlich, zieht die Polizei mehr vor, weil das sind mehr Frauen als wir beim Bundesheer. Was könnte man machen, dass mehr Frauen zum Bundesheer gängen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dass man die mehr begeistert, dass du zum Bundesheer gehst, was könnte man da machen? Ich habe eine Idee. Vielleicht nicht so schwere Sachen zu schleppen, weil es ist teilweise schon schwieriger für Frauen, die zum Beispiel schlanker sind. Und ja. Also mehr frauenfreundlicher? Ja, schon. Das Ganze leichter gestalten. Ja. Dann würdet ihr dabei bleiben? Nein. Dabei bleiben auch nicht? Nein, ich glaube eher nicht. Was gefällt dir besonders gut? Oh ja, ist das. Ja, die Art mit den Leitern und mit dem Gerät. Möchtest du dabei bleiben? Nein. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, das normale Ort gefällt mir eigentlich mehr. Okay. Was ist mit dir? Ja, Bundesheer ist sicher nicht schlecht, nicht? Die ersten Wochen sind zwar anstrengend, nicht? Aber es ist mal was anderes, nicht immer daheim, nicht? Hotel Mama, da lernst du mal wirklich selber arbeiten. Da würde ich sicher jedem empfehlen. Möchtest du dabei bleiben? Ja, das ist, glaube ich, jeden seine Geschmackssache, nicht? Sicher ist die Arbeit super und alles, was wir da machen. Aber wie halt mein Kollege schon gesagt hat, arbeiten bin ich halt mehr dafür, nicht? Bist du mit einem Bundesheerler zusammen? Ja, bin ich. Er steht sogar da vorne. Und? Wie ist das so? Findest du das sexy? Die Uniform steht ihm richtig gut, das muss ich schon sagen, ja. Wie tut das sie beim Bundesheer? Ich glaube, für ihn ist es anstrengend, aber er hält das schon ziemlich gut durch, ja. Was haltest du sonst vom Bundesheer? Wie wäre das für Frauen beim Bundesheer? Ich persönlich würde mich da wahrscheinlich nicht bewerben oder anmelden, weil es ein ziemlich zacher Job ist. Also ich will nicht sexistisch wirken oder so, aber es ist halt doch ein männlicher Beruf. Okay, danke schön. Also es wird dir schon dauern? Ja, wohl. Warum? Ich habe mich sehr viel informiert und die Ausbildung generell ist sehr interessant gewesen. Ja. Na, hätte ich gemacht. Also was sagst du dann zur Uniform? Glaubst du, dass das auch sehr sexy dann ausschauen kann, wenn eine Frau in Uniform? Auf jeden Fall, natürlich. Doch, denke ich schon. Doch. Ja, sehr cool. Was haltet ihr von Frauen beim Bundesheer? Die, was wollen, sollen sich ausbilden lassen im Bundesheer. Jeder soll das machen, was er will im Leben. Was glaubst du, könnte man machen, um Leute mehr zu motivieren, um dabei zu bleiben? Ja, weiß ich nicht. Mehr verdienen, also mehr Geld. Zum Beispiel. Wie schaut es für euch aus? Wart ihr schon beim Bundesheer? Ja, aber nur 2 Wochen, ja. Warum? Ja, abrüsten werden wieder. Wieso? Ja, war vorübergehend untauglich jetzt. Was sagst du eigentlich dazu, Frauen beim Bundesheer? Ja, passt das, ja. Mir ist wurscht. Wäre für dich sonst das Bundesheer was gewesen, wenn es nicht untauglich gewesen wäre? Ja, schon tut es nicht, aber. Wieso bist du in der Küche? Ja, mal was anderes, einmal Abwechslung ein bisschen für mich. Und ja, die Zeiten sind auch super in der Küche und dann kann ich halt
wieder Fußball spielen dann nachher. Mein Hobby nachgehen. Würdest du gern dabei bleiben? Eigentlich nicht, nein. Also ist nicht so meins. Glaubst du, könnte man die Leute motivieren, dass sie dabei bleiben? Boah, das ist eine schwierige Frage. Nein. Was? Ja, also sie machen eigentlich eh schon viel Werbung als Bundeswehr über Facebook und andere Medien, wie man, weiß ich nicht, da zum Kader dazukommen kann oder weiter Offizierschule gehen kann. Also es hört sich eigentlich recht interessant an, wenn man das ganze Militärische mag, sage ich mal, ja. Also die Uniform, das kann schon was? Ja, das kann was, ja. Machen das die Männer zum Teil deswegen? Ja, das kann man nicht. Was halten Sie von Frauen beim Bundeswehr? Warum nicht? Warum gibt es jetzt da nicht wirklich viele Frauen beim Bundeswehr? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wäre das für Sie was? Nein. 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 Ich bin für das schon zu alt, glaube ich. Du bist Berufsbundeswehrler? Ja. Warum bist du dabei geblieben? Weil der Beruf ausgesprochen interessant ist und man jeden Tag auch wirklich was anderes machen kann. Und nicht immer im Büro ist, sondern man hat einfach den Wechsel zwischen, man hat die Möglichkeit, Ausland zu gehen oder Inlandseinsätze und einfach verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Was glaubst du, was man machen könnte, dass das Bundesheer noch populärer wird? Ich glaube, das Militär wird nie populärer. Man braucht, glaube ich, nicht so viel Werbung betreiben. Vor allem haben wir ja die Wehrpflicht. Und ich glaube, das Bundesheer ist ein attraktiver Arbeitgeber. Und das wird sie in Zukunft auch so bleiben. Das war's wieder mit einer neuen Folge Schnell gefragt. Wir haben jetzt wieder über das Bundesheer vieles erfahren dürfen und ich werde mir jetzt selbst am Gelände ein bisschen umschauen. Bis zur nächsten Folge Schnell gefragt.